Sportler werden gleichmäßig antreten. Dann eben, aber ich habe so gesehen, der Arzt, Frau Hüttich-Weiler, auch speziell auf Markus Größe, sind einige ganze Ringer dabei, die wir gleich vorstellen werden. Wir sind heute sicherlich Kollektive mit den neuen Regeln, gar nicht so einfach, aber wir alle müssen lernen, so von Zeit zu den Kampfrichtern die Fehler machen, den Sportler die Fehler machen und wie gesagt, zur Saison sind da hoffentlich dann alle fit. So, der Kampf findet im griechisch-römischen Spiel statt und Sie werden gleich sehen, dass schon hier die ersten markanten Änderungen einzusehen sind. Das fängt schon damit an, dass der Kampf zweimal 3 Minuten dauert, so wie früher, nicht mehr die 2 Minuten. Jetzt ist der erste Ringer ermahnt worden, das heißt, jetzt wird es langsam spannend, der Ringer muss aktiv nach vorne gehen. Also der Blaue, der muss jetzt seine erste Wertung holen. Ja. Ein Punkt für Rot, der gibt nur in Lein. Ermahnt. Ermahnt. Jetzt darf der aktive Lehrer wählen, ob im Stand oder im Rückgang. Jetzt muss beide eine Ermahnung. Hat gefragt, ob im Stand oder auf dem Boden. Einer muss doch fähig sein, den in die zweite Runde.
Blau. Weiter. Finger. So, das ist das zweite Spiel und der Sportler, der aktiver da redet, stand vor Bodenkampf. Er hat sich für Bodenkampf entschieden und hier kommt es auf neue Regeln. Wenn man in die Bode muss, dann muss man einen Kampf machen. Nein, nein, nein. Auf vor der Pfiff. Das ist doch nichts hier. Neuer Versuch. Ja, finde ich auch besser. Neuer Versuch ist besser. Weiter, 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 weiter.
Ja, ja. Nee, das geht nicht. Immer den Kopf unten. Ja, ja. Thank you.
krampfig hier, ne? Thank you.
schwer. Das ist voll schon sehr Sauerstoff zu sehen. Bitte, Rote, sofort in der 1, ist der? Zack. Mit deiner Eins, für zwei Jahre. Okay. Komm, Blau, 1.
zweites Vorsitzende von Blau-Weiß Neuss, Herr Brötenbrot in Gattingen. Blau-Weiß Neuss kämpft auch zum letzten Kampf in der Bundesliga in Wilhelmshaven. Ein Unentschieden erreicht, um die Klasse zu halten. Alle gute Wünsche an die Mannschaft und ich hoffe, dass Blau-Weiß in der Bundesliga bleibt. Thank you.
entscheidet die Mathe-Chefin. Der Mathe-Chefin nur irgendwelche Punkte. Die Blaue hat gezogen, meiner Meinung nach. Die Blaue hat gezogen, aber die Rote ist drüber gesprungen, die ist ja schwach. So, die Mathe-Präsidentin ändert die Wertung ab in 2 Runden, weil beide der Mathe-Richter und auch der Bundesrichter unterschiedlich den Griff gesehen haben, hat man sich wieder auf 2 Rot geeinigt.
Der Kampf ging mit 12:4 an den Ringer Südtischweiler und das ergibt 13 Mannschaftspunkte, weil die Differenz zwischen 5 und 10 Punkte liegt. Zum Freischnittkampf 84 Kilogramm, hier kämpft Frank Heinzhagen gegen Ali Josefe. Thank you.
eine zwischen. Come on.
da viel Wind um nichts, weißt du? Ja, ja. Da sagen wir viel Wind um nichts, viel. Kampfabend wird kürzer, gell? Kampfabend wird kürzer, der Umsatz wird schneller. 2, 3. Sieger in diesem Kampf wurde Jan.